Die heutige Ausgabe von Am Schauplatz ist nicht nur, weil sie in Schwarz-Weiß gehalten ist, eine Ausnahme. Der Gestalter ist ein Student der Wiener Filmakademie, der 28-jährige Antonín Svoboda. Karl wie Karlsplatz ist uns aufgefallen, als wir uns dort einige Reportagen und Dokumentarfilme angeschaut haben. Der Film erzählt die Geschichte des ehemaligen drogensüchtigen Karl Weiß, der irgendwann einmal begonnen hat zu fotografieren und jetzt seine Fotos verkauft. Sowohl seine Fotos als auch der Film über Karl Weiß vermitteln eine authentische Sicht des Milieus, die ansonsten nur schwer zu erreichen ist. Und seit Karl Fotos schießt, schießt er kein Heroin mehr. Wo ist denn hin? Warum ist weg von da? Servus, hallo. Servus. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ja? Ja. Ja, von dir habe ich... Urlaub, gesehen. Von dir will ich wieder noch überlegen. Wo? Ja. Wo? Na, zu Hause, wo sie so hin haben. Wo? Ja, irgendwo im Kastel hier gestoßen. Nein. Ich habe ja auch schon ewig keine gesehen. Da haben wir da einmal, geht es vor 3 oder 4 Jahren oder was, haben wir da welche gemacht. One photo, please, one photo, one photo. Ich habe damals angefangen zu fotografieren, also hobbymäßig, ne? Und ich habe da viel Zeit verbracht und immer wenn irgendwas, dann war Zeit lang, war, da waren es auf die Pertamal, das sind schwere Barbiturate, schwere Nogata. Punkt zu, da haben sie sich gestritten wegen 2 Pertamal, umgerechnet um 30 Schilling oder so. Mehr hat es gemessen, Stich und sowas. Und eben und immer, wenn was war, eine Rafferei oder was, Knips oder irgend, wenn einer gelegen ist oder sonst was. Ne? Ja, und das ist mit den Jahren so entstanden, dann ist immer populärer geworden. Karlsplatz, Karlsplatz, Drogenszene Karlsplatz. Ne? Der Fotoband ist unter Platz. Ja. Was kommen da für Bilder rein? Naja, eigentlich von jedem ein bisschen was. Was weiß ich, von jetzt, wie einer liegt, Punkt zu, Rafferei. Und dann ein paar, was ich lange, jahrelang kennt habe, die was lang am Tief drauf waren, aber was dementsprechend noch keine linken Rotzen drin sind, wie man sagt bei uns, sondern die was noch gerade waren, ja. Unter anderem und die was in der Drogenszene einen Namen gehabt haben, ja. Die kommen rein, da wird geschrien drüber. Da kommt ein Büdel von ihm rein, nicht? Wie er noch gelebt hat. Und wird beschrieben. Ja, ja. Ja, jetzt kämpfen sie. Ja. Ich höre es jetzt schon. Was ist denn los geworden? Was ist denn los, Alter? Ja, weiß ich nicht, werden wir sehen. Du weißt es selber, wahrscheinlich ist einer umgekippt am Klosett. Die Arbeitslos hat es gegeben. Und volle Maschine rein, intravenös, was geht. Ne? Ein Foto. Freund Schwäger. Ja, Hans. Aber das heißt, ne? Ja. Ja, das steht eh schon wieder. Autounfall hat er gehabt, ne? Und dann hat er später gekriegt, also hat er Oberschenkelhalsbruch gehabt, ne? Und nachher hat er das Schmerzensgeld gekriegt, ein ne? Nagel haben sie verfasst mit 27 Nähten. Ja, ne? Peitschenschlagsyndrom. Ja. Leichte Gehirnerschütterung. Na, Sonst die Prägungen. Und dann hat er sich die teure Kamera gekauft, ne? Ja, und dann hat er angefangen halt zum Fotografieren. Ja, und in der Giftler-Szene, ne? Jetzt bin ich weiter um die Umgehört und hab alle ganzen Giftler immer weiter fotografiert. Ja, dann ja. Du warst ja nicht mit auf der Fotoausstellung, ne? Nein. Da hat sie nicht interessiert so richtig. Sie hat eigentlich die Bilder eh in die Voraus, glaube ich. Ja. Und sie wollte es nicht so. Nein, so schön sind die Bilder gar nicht, ne? Ja, Da lebt ja die Hälfte gar nicht mehr davon, gell? Nein, es ist nicht lustig, es ist traurig, aber wahr. Ja. Und da, die Jeanette zum Beispiel, die kennt ja nicht einmal Haschisch gerade in der Kamera, da hat sie zu uns zugesetzt und
Ja, dann ist eine gekommen, Dings und was weiß ich, und das Sturm steht 93er Jahr, 92 ist das letzte Foto geschossen worden. Ja, aber das ist traurig. Ja. Ja. Okay, Susanne, und zwar, ich bin in Arbeit mit einem Fotoband. Im Frühjahr 97 sind 10 Jahre Chaosplatz, was das angefangen hat mit den Ufer. Und ich habe das live miterlebt, habe das meiste Fotomaterial. Und da geht es darum, ich stelle mir so viel mit 200 Seiten, aber da geht es darum, wo ich mich hinwenden kann. Ich weiß, dass das auch kommt, aber wer das auslegt dabei? Wo kann ich mich da hinwenden? Also im Rathaus kennst du dich ja so weit aus. Du weißt, es gibt drei Stadträte, die zuständig sind faktisch für das Drogenproblem. Wie Sie den Fotoband sehen würden oder wo Sie den Notwendigkeiten? Also ich bin überzeugt davon, dass es erstens sowas nicht gibt, also kann man es machen, wie es auf Interesse stoßen wird. Ja. Zweitens, die Bilder, die der Karl schießt, sind außergewöhnlich, weil normalerweise ein Journalist an das nicht herankommt. Also wenn ein Insider so etwas macht, hat das einen speziellen Wert. Drittens ist es meiner Meinung nach irrsinnig gescheit, wenn ein betroffener Drogenabhängiger, Junkie seit vielen Jahren, in Eigeninitiative sowas aufstellt, weil ja da auch gezeigt wird, was er kann. Und das ist ja das, was ihm die Gesellschaft normalerweise abspricht. Nämlich, er ist nichts wert, er kann nichts und so weiter. Ich bin angezogen immer so, dass man drinnen nicht zu heiß ist und draußen nicht zu kalt. So adjustiere ich mich immer, verstehst du? Bitte? Ja, da muss schon wirklich heiß sein, dann ziehe ich immer halt die Jacken drunter und das ist schon ewig dauern. Ne? Beim Ausziehen brauche ich ja länger wie beim Anziehen, dass wenn was ist, schnell weg, muss das alles schön bereit liegen. Da muss ich was von fotografieren. Ein bisschen. Ein bisschen da, ein bisschen da. Ja. Dann haben wir drei Weiben da hoch. Hätten wir gern. Na ja, auf. Hätten wir gern. Weißt du? Das ist nichts. Mit Dritz ist keine genug. Ja, das ist kein Beruf. Weiß ich eh nicht. Aber ich hätte schon lange noch sehr können. Na danke, verschon mich von solchen schrecklichen Sachen. Nein, das sind Hausmänner angemeldete. Da ist wenn die Alte freiwilliges Geld hergibt und die wohnt mit ihr zusammen, bin ich Hausmann. Und die Alte geht lizenziert ins Buch arbeiten. Da ist gescheiter, du tust weiter fotografieren. Das ist in der Ethik, ja. Nein? In der Ethik ist es ist besser. Entspricht es nicht meinem Typen und meinem Charakter. Thank you.
Muss irgendwo Polizei sein. Polizei? Ja. Nein, war da Polizeieinsatz? Also muss der Polizeieinsatz gewesen sein. War gewesen, ja. Sind schon wieder weg? Was war denn? Was war denn? Was ist denn geschehen? Gar nichts, der Goldberger war da. Der Andi Goldberger war da? Freilich. Hat der Kramer aus sein, oder wie? Der ist auch schon wieder Fuß? Nein, schon wieder Fuß, selbst gespart heute. Das sind die sogenannten leeren Kilometer vom Reporter, was man hinlegt, ohne einen Erfolg zu haben. Wie oft passiert das? Ja, ja, oft genug. Wo fährst du hin? Ja, überall. Ich meine, wenn ich was her, was Action gibt, ne? Action. Was spannender wird, ne? Das ist automatisch, ne? Und jetzt habe ich gehört, ein paar Funkstrafen wageln in Einsatz. Lugner City, haben wir gedacht, da muss was gröber sein. Kann ja, könnte ein Raubüberfall auch sein, ne? Weil Rumänenbande, Jugobande, Russenbanden, alle Banden, was da gibt. Heutzutage weiß man überhaupt nicht mehr. Die war vorhin schon die alten Weiber mit 30 Schilling in der Handtasche. Mit Schusswaffe bewaffnet. Zu zweit. Auf eine alte Frau, bitte. Ist ja nicht mehr normal, das ganze Leben. Und? Was gibt's Neues? Was magst du? Spazieren? Und? Erzing auch? Ja? Grabschen? Ja? Alles? Ja? Was hast du denn eingeschickt? Verkaufen wir was? Ja, Kalaschnikow brauche ich. Nein, Kalaschnikow. Was ist mit meinem Magnum? Was triff ich nicht? Was? Nur eine kleine Sache. Kalaschnikow? Was? Na was? Bomben? 45er, ich brauche Kalaschnikow, Sturmgewehr. Bamkan, was ist das Bamkan? Panzer war der Tonbau und bin ich. Für alles. Für alles. Für alles. Ja. Wollte ich mehr, muss ich sagen, die Mutter hat mich sehr viel unterstützt, ja, weil von denen auch habe ich nicht leben können. Nein, kann man nicht leben von denen, ja. Punkt da essen. Ich habe öfters da, ja, er kommt essen, ne? Ja klar, was essen kommt so schwach wieder, dann kommt er wieder, aber so im Grunde genommen vertragen wir uns nicht, wenn wir uns nicht oft sehen. Er geht essen fort. Streiten tun wir eigentlich selten jetzt, gell? Ja, ja. Früher haben wir viel mehr gestritten. Ja, weil du mich provoziert hast immer, weil du immer alles gescheiter gewusst hast. Ist nicht wahr, ich habe recht gehabt und ja, okay. Er hat wohl nicht mehr recht haben. Dann sagt er, nein, was du sagst, das stimmt nicht. Dann zum Schluss hat er wieder gesagt, na, hast du doch recht gehabt. Ja, nee, ich habe nur gut gemeint. Du hast ja nur gut gemeint. Dann bist du ausgegangen, hast du mir einmal das Reindl gehabt, genau am Knöchel. Ja, zwei, drei Tokas. Weil ich so einen Zorn gehabt habe. Da habe ich nur gelacht und gesagt, jetzt ja, gib mir Ruhe. Genau, ja. Du musst dich nicht aufziehen. Dann habe ich das aufgegeben. Da habe ich es getestet. Es bringt wenig, wenn man da anstreift. Ein Reindl, also ein großes. Aber du, wenn du am Boden haben, wenn ich stärker war, dann und da wisch mich genau am Knöchel. Ich bin 3000 in die Kumpel. Das war viel zu wenig. War außer Gefecht. Hätte ich so ein größeres Reindl nehmen. Aufsetzen, gleich so. Oh. Und dann noch drüber mit dem Wurzelgang. Nein, es hat dann keinen Sinn mehr gehabt. Ich habe gesehen, ja. Es nutzt nichts. Nein, eben, na, dann siehst du. Ja, man muss selber dann drauf kommen, nicht? Wie dein Leben wirklich ist. So muss ich immer ankommen mit der Schussweste. Was würdest du machen, wenn wir die Kamera wegnehmen? Nein, ich lasse mir es nicht wegnehmen. Überleg. Jetzt haben wir schon ein paar Leute gehört. Ja, also, das ist nicht mein einziger. Na, da muss es schon, schon gut sein, dass man es wegnimmst. Und schnell rennen können, falls man es runterreißen kann. Der lächelt ein bisschen.
keine Sorgen. Nein, aber du hast keine die Groschen. Was ist? Der Vater, weil sonst liegst du unterm Kleinen da. Der Vater von mir macht, der Platz. Ja, na komm. Nicht gut. Na komm, greif mich an, da liegst du unterm Kleinen da. Das der Vater macht, das. Nein. Ja. Na greif mich an, da liegst du unterm Kleinen da. Ja, dir war's wahr, aber greif mich nicht an. Na komm, geh weiter, mach einen Meter erst. Der CIA und das KGB und das DAPO hört. Wollt schon mal Klavier spielen? Wollt schon mal Klavier spielen am Erkennungsdienst? Hat schon mal runter gesehen. Was hast du gesehen? Vorher kreist du wieder, wo du umgekehrt bist. Na dann geht's mir eh, na eben, ne, was ist? Da waren wir eh gestern noch unten. Du, ich nicht. Ich aber. Ja, die Richtung ist niemand rausgegangen von den zwei. Was soll ich hin? Das ist eine Realitätskamera, die kriegen nicht wieder für die kriegt einen Scheißdreck, wenn er so verkauft. Da kriegt er zwei Doppler dafür. Der Idiot. Sonst hätte er sich nicht so schnell geschlagen mit der Alten. Da hat er sich verraten. Ich weiß es schon mal, aber sonst war er aber sicher kein Sitzen drin war, ne? Ja, nein, sonst war er nicht so schnell abgehoben. So schaut es aus, wie er zugestiegen ist, wo ist die Kamera. Da hat er sich verraten, nämlich. Ja, das Telefon hat gleich bin hingegangen, weil ich für den Dings wieder einen Anruf gekommen ist. Jetzt habe ich es da liegen lassen. Ja, das sind da gleich runtergefahren. Da kriegt er zwar Doppel, da geht es ja nicht raus und droht. Für mich ist sowas das. Also folgendes, zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr bin ich gegangen da oben. Ja. Und wird handgreiflich. Sagt er, wenn du ein Foto machst, sagst du, Mann, halt einen die Groschen. Mhm. Nein, ich tue nur auf Dings, auf Distanz. Ich habe eine dritte gehabt, das ist ein Praktika FX2. Das ist ein Liebhaberwert. Ja, das habe ich aufs Bein gekriegt. Da war zwei Bangeln frei, nicht? Weil ich gewusst habe, bitte jetzt, was geht mit der jetzt an, nicht? Dann habe ich mehr auf Distanz gehen und gesagt, du bist da, gib mir Ruhe. Weil wenn es selber ist, greife ich mich an, halte ich den Kleinen da oben. Ich habe ihm zweimal gesagt, ich sage, was willst du, ich halte die Groschen in der Zwischenzeit. Ist aber der eine, das war so, der war besoffen, der ist unter anderem mit der Kamera in den Arsch gegangen. Dann war es das, dann habe ich das spiegelt. Wie hat denn der Unschatz? Naja, an so einem dunkel, ganz dunkelblauen, schwarzen Mantel, schwarzer, hoher, unrasiert, ziemlich so, ist euch abends bekannt, oder? Alter, 35 bis 40 Jahre, Kreis, um die 1,80. Inländer, ne? Ja. Unterstandlos. Ja, warte, wir haben noch einen mit einer Kette. Und jetzt gerade den Kopf. Ja. Papa. Papa. Den Schlüssel lasse ich da, Charlie, ja? Ja, ja. Du rufst mich dann heute an, ja, oder so, wenn es fertig ist. Papa. Ciao. Ciao, Papa. Wir nehmen ihn dann mit für Dreck. Andrea, komm her. Gib da mal ein Herz. Er ist aber sehr zu hinter mir, weil dafür Luca die Tür. Ja, der schlechte Indel. Oh, jetzt. Auf die Chef rein. Ja, natürlich. Komm. Danke. Ein bisschen Holz drauf. Nicht so tief reingreifen. Das ist die Sonne, was ich heiraten will. Oh je. Die verlangt aber zu viel Geld. Entschuldigung, ich muss deppert sein. Nicht heiraten ist schwer, ja, mit ja, dir. Ja, ich weiß eh. So. Na, no, er ist immer unterwegs. Ja, ja. Die Frau hat zu wie bei den Seeren, die Frau hat zum Tanzen und zum Arbeiten den ganzen Tag und der alte Leibchen. Das so ist Mode, ne? Aber ja, jede Frau will das nicht, ne? Trunker, die will, dass der Mann zu Hause ist, ne?
und dass er nett ist zu der Frau und dass er Geld nach Hause bringt. Hab ich geträumt. Hast du geträumt von mir? Ja, pass auf, ich war bei jeder Wohnung auf jeden Fall. Und irgendwie bin dann, habe ich gesagt, kann ich war miert und ist wirklich. Ja. Und habe ich gesagt, ich bin miert und irgendwie, was das, der Traum ist so unwahrscheinlich. Ja, aber dann hast du geschlafen bei ihr dann? Nein, und ich habe mich hingelegt irgendwie und sie hat mich auf einmal genommen, so wie es alle Mädels dabei gemacht haben bei mir. Die, was mich einbraten haben. Ja, lach nicht. Ja, und weiter? Und was weiß ich, und hat mich umarmt irgendwie und kühl irgendwie, ja, auf die Brust warten, genau. Ja, wirklich, das kann ich mich nicht erinnern. Das ist kein Schmäh. Ja. Und dann da haben wir es genossen. Und dann habe ich gesagt, sie, ja, weißt du überhaupt, was du jetzt da hast? Und sie hat gesagt, na klar. Da war der Traum von mir aus, aber mir war die Mutter, ja. Das ist ein Pech. Das ist ein Pech, gell? Wieder kein, weißt du, was bringt. Sie hat immer gesagt, zu mir als ein Jugendlicher, ja, hat sie immer gesagt, alles, was du mir Böses machst, das kommt da irgendwann irgendwie zurück. Und ich habe gesagt, ja, ich kann Blödsinn. Geh, geh. Sag mir Buben gleich hin, sag, denk an deine Worte. Weil alles, was man gut macht, kommt damit zurück. Vielleicht kommt auch zurück, schieße ich ein Foto des Jahrhunderts und krieg 100 Milliarden, 500 Milliarden Dinar aber. Das glaube ich nicht. Dann zahle ich dir auf einmal aus, die Schulden. Oh. Okay. Ja. Millionen. Die kann ich nicht sagen, nein. Das haben wir nicht zählt. Von der Kindheit auf. Ich glaube, da wurde ich sehr reich, he? Wenn ich die Schulden tätte. So Schwarverdienerin bist du auch wieder nicht. Nein, das bin ich nie. Aber er hätte sicher mehr machen können als ihm, wenn er sehr fleißig wäre. Ich mache eh was. Schau, wie viele Fotos das ist. Das ist schon mache. In Ordnung, aber das so meine ich. Das ist ein Bruchteil. Ja. Das ist zum Einharzen. Und zu so mit einer Kapsel oder zwei und unterkommt, dann hau ich mir einen Kaffee und trinke es. Das ist ein leichtes, da wird man warm im Morgen, ein bisschen leicht in die Füße, aber ich habe kein Bedürfnis. Ich habe so viel Scheiße gesehen, was den Leuten passiert ist. Haberer von mir ist gestorben. Was man einen seelischen Knacks irgendwie oben kann, wirklich. Nein, hast du nicht abgetaucht. Wäre es halt gescheiter gewesen, einfach den Leuten zu helfen, als sie zu fotografieren. Thank you.
durch. Ich habe mal gegriffen, da tot irgendwo. Auf Kanal 28. Ist auch egal, weil das sehen wir einer dann. Und ja, sicherlich, aber was soll ich, ich bin kein Therapeut, ich habe kein Therapiezentrum. Ja? Der hat sich oft genug gesagt, erst reiß dich zusammen, was die habe. Und die Leute sind gekommen, dann habe ich gesehen, der hat sich da fahren gehabt. Ja? Sag ich, du schaust gut aus, Leiband, der macht das, sag ich, okay, ist Leiband, mach weiter so. Ne? Erst 14 Tage, 3 Wochen später sehe ich ihn wieder und auf einmal ist er wieder, hängt er in der Gegend, sag ich, na was ist gescheiter? Hängst schon wieder in der Gegend? Na was der gehabt, einen Unfall gehabt, das sind Touren, ne? Sag ich, na Trottel, was fährst du um, hast du weitergemacht? Es gibt ein paar, habe ich schon erlebt, aber wirklich, das sind sehr wenige, die was wirklich geschafft haben. Aber, ja, die sieht man auch nicht mehr. Die haben entweder geheiratet und haben ein Kind, eine Familie und einen Job angefangen. Und, ja, na was machen, die trifft sicher nicht mehr am Golfplatz. Die gehen ja nicht einmal durch oder was, der geht außen rund um den Turm. Von manchen Frauen, die schon tot sind, so traurig, dass es nicht mehr gibt. Ja, sicher, aber ich meine, die waren überhaupt mit ein paar, mit denen, wo du aufgewachsen bist, wo du den ersten Joint geraucht hast, und dann, ja, das sind Zeiten, mit denen hast du wieder erlebt, und du erinnerst dich zurück, dann. Naja. An jeden Tag, wie ich zu sagen. Herr Ferner, wo ist denn der Freund? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Das bist du. Naja, da wird es schon gehen. Naja, kommt da raus, da sind wahrscheinlich dann zwei Eier gekommen. Naja, Flecker, Tausender. Ich bin eigentlich den ganzen Tag schon unterwegs. Und ja, heute haben wir meine Fotos. Es hat fast keinen Tag gegeben, wo ich nicht mindestens eine kleine Kompaktkamera dabei gehabt habe. Ja, und vielleicht erwischen wir halt ein Foto. Und wie mein Pulitzerpreis.